In den letzten paar Wochen und Monaten, seitdem das 10-jährige ESO-Jubiläum läuft, was ja insgesamt 15 Monate lang gehen soll, nämlich vom PC-Release 2014 bis zum Konsolen-Release 2015, in dieser Zeit gab es ja jetzt schon richtig viele geile, kostenlose Belohnungen, die man sich über den Kronenshop größtenteils freischalten musste. Da der Kronenshop dann abgeglichen, hast du schon Errungenschaft X, dann bekommst du das hier. Oder schaltet dir das per Login-Belohnung frei. Und zu eben jenen Sachen aus dem Kronenshop gibt es auch immer so ein kleines Vorschaubild in-game. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr The Elder Scrolls Online spielt. Da gibt es meistens, wenn ihr in den Kronenshop geht, diese Vorschaubilder, ja, wo dann ein Charakter zu sehen ist oder ein Haus von oben, was auch immer. Diese Vorschaubilder halt eben, die ihr aus dem Kronenshop-Schaukasten gibt. Und diese Vorschaubilder, nun, da sehen wir ja immer nur die, die uns Zenimax gerne zeigen möchte. Das heißt also die, die zum aktuellen Zeitpunkt im Kronenshop auch verkauft bzw. verfügbar sind. Nur die werden gezeigt, doch man kann, wenn man weiß wie, aus den Testserverdaten eben jene Vorschaubilder schon immer rausziehen. Das heißt also, man kann quasi immer, wenn ein neuer Testserver online geht, schon sehen, alles klar. Das könnten Items der Zukunft sein. Nun wurde uns ja in der Vergangenheit ziemlich viel über den Kronenshop geschenkt, deswegen ist es umso spannender jetzt zu debattieren, welche der geleakten Vorschaubilder vielleicht zukünftige Geschenke sein werden, die wir von Zenimax zum Gunsten der Feier des 10 Jahre ESO-Jubiläums bekommen. Dementsprechend lasst uns da einmal heute genauer anschauen, was wurde denn da jetzt eigentlich genau geleakt und lasst uns einmal mutmaßen, was davon vielleicht kostenlose Belohnungen sind, die wir bekommen. ESO Model Viewer hat dazu wieder hier was veröffentlicht, was ich mir natürlich gerne einmal ein bisschen genauer mit euch anschauen möchte. Und zwar einmal hier, ja, eben die angesprochenen Vorschaubilder. So, dazu scrollen wir einfach einmal hier ein bisschen weiter nach unten und dann sehen wir hier an der Stelle schon die ersten paar Vorschaubilder und anfangen tut es mit solch einem Monokel. Naja, solche Sachen sind immer nicht ganz so meins. Da sieht das hier schon wesentlich interessanter aus. Eine Molag-Bal-Maske, wenn man so will, sozusagen hier. Ja, schon mal ganz cool. Was sind das hier für Sachen? Sind das irgendwie Federn oder was soll das hier oben sein? Oder ist das einfach noch ein zweites Horn und das ist in dem Fall dann schwarz? Gar nicht so einfach zu sehen. Queen Irons neue Krone, die wir schon aus... ja, also was heißt neue Krone, aber das neue Diadem, was wir vor allem aus High Isles, glaube ich, kennen oder seit High Isles schon mal gesehen haben. Dann Red Diamond Ohrringe. Ich finde, die sehen tatsächlich ziemlich cool aus. Ja, okay, alles klar. Ein neuer Assistent. Das ist ein Assistent, das ist kein Reittier. Das ist kein friedlicher Begleiter. Gut, das ist kein Reittier, das sehen wir wohl alle hoffentlich. Es handelt sich dabei um einen Banker. Ein Bankerhund erscheint anscheinend. Bis jetzt gab es noch nie einen Gehilfen geschenkt in The Elder Scrolls Online. So ein Bankerhund als tägliche Login-Belohnung, vielleicht am 7. Tag vom Juli oder sowas, oder vom, ja, weiß ich nicht, August. Spannend. Was ich auch komisch finde, was vielleicht die These stützt, dass das vielleicht tatsächlich ein geschenkter Hund bzw. Banker sein könnte, was ja ziemlich krass wäre, ein geschenkter Gehilfe, wie gesagt, hatten wir bis jetzt nicht. Es gibt anscheinend keinen Gegenpart. Bis jetzt gab es immer einen Gegenpart mit einem Händler, aber diesmal bleibt es nur beim Bankerhund und es kommt kein Bankerhändler, kein Hundehändler. Ich kann heute nicht reden, offensichtlich. Sehr spannend. Würdet ihr euch einen Banker kostenlos für alle wünschen? Schreibt es mal in die Kommentare. Wäre das was, was ihr regelmäßig benutzen würdet? Beziehungsweise wie oft benutzt ihr euren Banker, wenn ihr denn einen habt? Ja, jede Menge Körperbemalungen. Ich habe übrigens erst letztens mitbekommen, dass hier im Hintergrund ja immer ein Spiegel zu sehen ist, wie die von hinten aussieht. Und ich gucke mir die schon so lange an. Also, ja, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt übrigens auch nochmal eine offizielle Bestätigung, beziehungsweise, ja, mit diesem Leak mehr oder weniger eine offizielle Bestätigung. Natürlich wird der Arkanist... Sobald Necrom jetzt ein Jahr alt wird und dementsprechend dann Teil von ESO Plus wird, wird der Arkanist logischerweise rausgenommen aus Necrom und wird dann einzeln für 1500 Kronen im Kronenshop verkauft. Der wird also nicht Teil von ESO Plus werden, was halt eben mal wieder hier bestätigt wird durch dieses
Kronshop-Vorschaubild. Warum sollte man den sonst separat verkaufen? Dann König Emmerichs, ein Kostüm von König Emmerich, alles klar. Dann nochmal eins von Prinz Inskra. Sind das die Kostüme aus Haiels? Leicht umgefärbt? Nee, ne? Das haben sich ja einige Spieler schon lange gewünscht, aber ich glaube, das sind andere Kostüme. Queen Iron kriegt ja auch nochmal ein spezielles Kostüm. Sehr edel auf jeden Fall. Interessant. So, das ist jetzt ein Crafting-Stil. Die Kultisten des blinden Wegs oder des blinden Pfads. Dann haben wir hier das neue Shardborn, also Scherbengeborener. Das sieht natürlich mega geil aus, da freue ich mich schon sehr drauf. The Recollection. The Recollection? Gut, keine Ahnung. Weiß ich nicht, worauf das anspielen soll. Ja, und dann die neue Kronkisten-Season, die wir vermutlich irgendwann Juli bis September bekommen oder irgendwie sowas im Dreh. Ist zumindest zu vermuten, das wird wohl eine der nächsten Kronenkisten-Seasons sein, passend zum Jubiläum halt eben. Darauf abgebildet die verschiedenen Charaktere der Hauptgeschichte, Lyris Titanenkind, Saisa Han, Abnutan und Varen Aquilarius, ja auch wieder als 25er-Variante. Wenn man sich das 25er Bundle kauft, kriegt man noch eine Teleportationsanimation mit dazu. Und zwar diese hier, wo über einen Anker beschworen wird und dieser dann den Spieler teleportiert. Naja, meine Meinung zu Kronkisten kennt ihr ja schon. Das ist Schmutz, ja. Ich sag's auch gerne nochmal, so oft wie ich sagen muss. Kauft euch auch nicht einmal, wenn Kronkisten rauskommen, das 25 Kronkisten Paket. Redet euch das nicht gut. Redet euch nicht ein, ja, ach, aber ich kaufe doch nur so selten und ich kaufe mir dann einmal effizient das 25-Kronen-Paket, Kronenkisten-Paket und dann nie wieder was bis zur nächsten Kronenkisten-Season. Nee, das Teil hier ist unfassbar teuer mit 8000 Kronen. Ja, das sind 50 Euro teilweise, also roundabout 50 Euro. Wisst ihr, was ihr mit 50 Euro machen könnt? Mit 50 Euro könnt ihr euch, weiß ich nicht, alle Fallout-Teile holen im Steam-Sale. Und passend zur Fallout-Serie jetzt aktuell Fallout durchsuchten. Da werdet ihr tausendmal mehr von haben, als von diesen scheiß Kisten. Ich sag's euch, wie es ist. Redet euch das nicht schön. Jeder, der Kisten kauft, verschwendet einfach sein hart erarbeitetes Geld. Und nein, das ist nicht zu vergleichen mit, ja, aber man kann doch für sein Hobby mal Geld ausgeben. Das kann man, aber nicht für Lootboxen. Lasst es also bleiben. Umso trauriger ist es zu sehen, dass man hier gleich noch die Kronkisten-Season danach von Update 43, die Kronkisten-Season danach von Update 44 und die Kronkisten-Season danach von Update 45 so gesehen bekommt. Microsoft, Bethesda bzw. ZeniMax haben also sehr viele Pläne, uns mit jede Menge tollen Lootboxen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Ihr wollt euch was aus den Lootboxen erspielen mit Siegel der Bestrebungen? Dann macht euch schon mal bereit auf Fear of Missing Out. Denn ihr werdet bestimmt nicht zum richtigen Zeitpunkt die richtige Menge an Siegel haben. Ach, wie schade. Dann müsst ihr euch ja doch Kronkisten kaufen. Ja. So viel dazu. Dann eine neue Ernteanimation von Alchemie-Regenzien. Ja. Wenn es die dann gezielt zu kaufen gibt im Kronshop, warum nicht? Eine weitere, und zwar die Goldrot-Teleportation. Also es ist eine Teleportationsanimation. Kann man die vielleicht erspielen oder kriegt die noch irgendwie geschenkt, wenn man... Also es gibt ja meistens im späteren Verlauf des Jahres, im Herbst, wenn die neue Erweiterung 3-4 Monate draußen ist, dann wird die ja meistens so um... dann wird die meistens um ein Drittel reduziert, so 30-33%, ist die dann günstiger. Und dann gibt es zum selben Zeitpunkt meistens ein Ingame-Event, was nur Leute spielen können, die die aktuelle Erweiterung auch haben. Vielleicht ist das ja was wir uns kostenlos erspielen können. Das wäre im Gegensatz zu den Kronenkisten etwas Schönes. Dann haben wir hier eine Apfel-Iss-Animation. Ein Celebration-Dance-Emote. Das könnte ich mir bestimmt auch kostenlos vorstellen, eventuell. Ja. Schön, alles klar. Ein Diebstahl-Emote.
Okay, gut. Das hier konnten wir ja schon bekommen, wenn wir dem Ankündigungsstream zugeschaut haben oder auf einem der Real-Life-Events anwesend war, beispielsweise 10 Jahre ESO-Jubiläum in Amsterdam. Deswegen gar nicht mal so unwahrscheinlich an dieser Stelle hier, dass wir das eben passend dazu auch ja dann eben freischalten können. Man konnte es sich ja schon freischalten, aber es ist, glaube ich, noch nicht im Game. Es kommt dann erst halt eben mit 42 tatsächlich ins Spiel, sodass man es dann auch nutzen kann. Dann ist das ja ein Hausegegenstand, und zwar ein Kalthafen-Beobachter. Ich weiß gerade nicht genau, wie die heißen, 1:1. Wäre natürlich spannend, wenn man mit dem Ding auch in irgendeiner Form interagieren kann, weil die decken einen ja auf, wenn man schleicht. Und hier im Hintergrund schleicht ja ein Spieler. Das wäre also eine ganz coole Sache. Was ich ganz spannend finde, wir sehen hier eine Statue vom Sanguine. Na? Und wenn ich mir diese Kronkisten hier anschaue, das ist ja hier Update 45. Ne? Jetzt kommt Update 42. So, für euch als Kontext. Update 43 wird dann wahrscheinlich Balancing und Quality of Life sein. Update 44 wird vermutlich ein kostenloses Inhalts-Update sein. Mit einem ominösen PvP-Feature, was noch nicht angekündigt wurde. Und Update 45 wird ja dann quasi das erste Update sein, nachdem angekündigt wurde, was 2025 Thema wird. Und Sanguine hatte ja immer so ein bisschen dieses Alkohol, Rosen, also er hatte ja auch schon in Elder Scrolls 5 Skyrim mit seiner Mission immer so ein bisschen dieses Theme mit den Rosen. Und vielleicht ist das ja hier tatsächlich ein Hinweis. Ja, hier sieht man sie auch wieder, die Rosen. Update 45 Kronkisten-Season, Sanguine, eine Statue von Sanguine. Vielleicht ein Hinweis auf den Inhalt von Elder Scrolls Online 2025 dann. Dann haben wir hier einen dunklen Anker als Housing-Item. Der ist mächtig groß. Das ist das Haus in Kalthafen direkt, die leere Ebene. Und wenn das die leere Ebene ist und das Ding da drüber schwebt, ist das wirklich vergleichsweise ziemlich groß. Das ist auch ein Housing-Item. Buch der 5 Companions oder so ähnlich. Könnte ich mir vorstellen. Hier sieht man den Jubiläumskuchen. Vielleicht ist das kostenlos. Könnte mir vorstellen, dass das kostenlos ist. Dann sieht man noch die 3 Allianz-Banner. Vielleicht ist das kostenlos. Unter Umständen. Passend dazu eine Spieluhr. Kostenlose Inhalte für ESO Plus-Mitglieder. Genauso wie diese Statue hier wahrscheinlich kostenloses Inhalt für ESO Plus-Mitglieder sein wird, als auch diese Statue hier. Dann ein weiteres Housing-Item. Glitzern. Eine neue Raid-Übungspuppe. Da werden sich bestimmt einige Raider darauf freuen. Und zwar der Endboss von Sanctum Ophidia. Schade, dass der wahrscheinlich kein Gift streuen wird. Könnte man mal ein bisschen den Schwierigkeitsgrad erhöhen und vielleicht auch mal Raid Tests machen mit Heilen oder sowas. Wäre ja eigentlich ganz lustig. Aber ich denke mal, das wird einfach nur die Optik sein. Wenn die dann auch diesen grünen Nebel um sich drumherum hat, könnte das ziemlich, ziemlich cool aussehen, glaube ich. Also, das wird schon was, denke ich mal. Dann, was ich auch sehr spannend finde, die Maske von Sotasil. Warum jetzt nochmal Sotasil thematisiert und aufgegriffen wird, das finde ich spannend. Vielleicht hat das auch irgendeinen. Vielleicht ist das auch irgendein Teaser. Eines der beiden neuen Häuser, was wir uns demnächst hier auf diesem Kanal anschauen werden. Deswegen lass unbedingt ein Abo da und aktiviere die Glocke, um in Zukunft nicht zu verpassen. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz recht herzlich bei all meinen Patrons und Kanalmitgliedern bedanken. Ohne eure Unterstützung wären diese Videos hier nicht möglich. Vor allem Dankeschön an Aquarien Academy, Bernd W., Eiswindchen, Seppal, Kebi, Carsten Lehmann, Andri, Astoria, God of War, Saitef und Nessui. Ohne euch wären diese Videos hier nicht möglich. Und dieses hier ist ja auch noch nicht zu Ende. Das hier auf jeden Fall wieder ein weiteres Haus, was ganz nice ist. Und ich habe schon gesehen, dieses Haus wird es für Gold geben. Bleibt also auf jeden Fall dran. Ich werde demnächst ein Video zu den neuen Häusern machen, wenn es nicht sogar schon draußen ist zu diesem Zeitpunkt. Das hier ist das kostenlos erspielbare Gasthaus, was man sich auch für 3000 Gold kaufen kann, theoretisch. Und dann nochmal ein richtig großes Haus im südlichen Elsewhere müsste es sein. Genau, südliches Elsewhere müsste das TLC-Gebiet sein. Da ist das auch drin. Dann, das haben sich bestimmt viele gewünscht, Fenorian als Housing-Gast. Das wird sehr, sehr viele freuen. Eine imperiale Legionärin. Ich weiß gerade gar nicht, woher wir die schon kennen. Kennen wir die aus Blackwood? Weil hier im Hintergrund so
Weiß ich nicht. Dann ein Andenken. Sieht cool aus, ja. Ein Gua. Ein Elch. Sieht auch cool aus. Als Zweisitzer sogar. Okay, alles klar. Ein Velver. Noch ein Zweisitzer. In diesem Fall Nightmare. Wir haben ja schon Nightmare theoretisch. Oder ein Nightmare, wie auch immer man sie nennen möchte. Den kenne ich schon irgendwoher. Woher kenne ich den? Den gab es schon mal irgendwie. Ich meine, den habe ich sogar schon in-game. Schreibt mal in die Kommentare, wo es den schon mal gab. Gab es den mal in Kronkisten? Konnte man den mal irgendwie anders kaufen? War der mal Teil von der Vorbestellergeschichte? Irgendwoher kenne ich den. Kamel. Eine Mischung aus Kamel und, weiß ich nicht, Agonia. Ein Lizard-Kamel. Gut, ist klar. Und die werden wohl Teil von den neuen Kronkisten sein, denke ich mal. Das wird ja aber nicht das einzige dieser Reittiere sein. Da wird auf jeden Fall noch eins, also mindestens noch vier kommen, schätze ich mal. Dann ein weiterer Durzok, alles klar. Oh, okay. Ich denke, das wird eines der Radiant Apex Mounts sein. Also eines der super seltenen Mounts, was, wenn man es nicht durch Lootglück bekommt, für ungefähr 600 Euro dann in Form von Kronenedelsteine gekauft werden kann. Ich denke mal, dass hier im Hintergrund wird wahrscheinlich die Beschwörungsanimation sein. Also wenn man aufmountet, taucht wahrscheinlich ein dunkler Anker über einen auf und dann erscheint dieses Reittier. Ist natürlich mega geil animiert. Noch schöner wäre es natürlich, wenn man sowas in irgendeiner Form als Belohnung im Spiel erspielen könnte. Das wird wahrscheinlich auch ein Radiant Apex sein mit dieser Feuerwerksanimation. Auch als Aufmount-Animation wahrscheinlich, denke ich mal. Das wird, denke ich, eins der regulären Reittiere sein. Das wird wahrscheinlich auch eins der regulären Reittiere sein. War hier überall auch so ein Ding zu sehen? Nee. Wollte gerade sagen, das ist jetzt gerade nur hier zu sehen. Im Hintergrund die Kaiserstadt. Okay, okay. Das Ding sieht natürlich auch übelst krass aus. Wurmkultisten Zen'Cherath. Alter. Das sieht natürlich übel geil aus hier mit diesen Skelettarmen, die hier rauskommen. Richtig cool gemacht. Das gefällt mir richtig gut. Also das sieht schon sehr cool aus. Friedlicher Begleiter. Noch ein friedlicher Begleiter. So ein gefangenes, mit Ketten umringtes Mini-Wächter irgendwie. Ein goldener, wie heißen die nochmal? Nicht Buchgeist, sondern... Oh, Chat, schreibt es mir nochmal. Ich sag mal Chat, weil ich das Streamen gewohnt bin. Schreibt es mir nochmal in die Kommentare, liebe YouTubes. Ich weiß. Buchsiedler heißt das Ding. Es ist ein Buchsiedler, ein goldener Buchsiedler. Und wie es aussieht, auch mit den Gefährten hier, ne? Lyris, Abnotan, Varen und Sai, würde ich sagen. Oder nee, das hier ist wahrscheinlich Abnotan, das hier ist Sai. Cool. Das wäre dann auch vielleicht potenziell ein kostenloser Begleiter. Passend zur Feier des 10 Jahre Esu-Jubiläums vielleicht. Oder halt eben Teil der Kronkisten, weil es zum Thema der Kronkisten passt. Was soll das sein? Soll eine Honigbiene sein, aber es sieht aus wie ein Fackelkäfer. Es ist auch ein Fackelkäfer. Sehr wahrscheinlich ist es ein Fackelkäfer. Es hat die Animation eines Fackelkäfers, aber es ist ein Reskin als Honigbiene. Gut, okay. Dann ein friedlicher Begleiter. Noch ein friedlicher Begleiter. Noch ein friedlicher Begleiter. Ein süßer friedlicher Begleiter. Ein weiterer friedlicher Begleiter. Noch ein friedlicher Begleiter. Oh, Unterhold. Okay. Ja, Waffenstile. Ja, okay. Das Ding sieht. Das sieht richtig geil aus. Wenn diese jetzt noch so ein bisschen animiert sind und noch so ein bisschen hin und her wabern. Das ist ja quasi aus einem der ganz neuen Dungeons jetzt. Ach Gott, wie heißt er denn? Der ist jetzt gerade erst erschienen quasi, wenn dieses Video hier. Naja. Dieses Video erscheint, ist schon wieder ein bisschen her, aber Ithelia ist ja gerade erst erschienen. Und das ist der Rüstungsstil aus den Kronkisten zur Feier des 10 Jahre Esu-Jubiläums. Ich finde, dieser Stil sieht richtig geil aus, ne? Man sieht hier auch auf seinem Rücken, Alter, auf dem Rücken sieht man nochmal die Gefährten, auch mega geil, ne? Abnotan, dann waren Aquilarius, Lyris und Sai.
Das sieht richtig cool aus. Warum kann man sich diese Scheiße nicht erspielen? Mann! Und nein, Siegel der Bestrebungen sind nicht erspielen. Ach, naja. So ist es halt eben. Nochmal die einzelnen Waffen. Im Schild werden die doch bestimmt auch nochmal drauf sein, oder? Naja, gut. Hier nicht, hätte sich vielleicht angeboten. Das Schwert sieht auch sehr, sehr geil aus. Das ist kein friedlicher Begleiter. Oh lol. Das ist eine Verwandlung. Eine Verwandlung in Molag Bal. Das heißt, wir werden alle in Zukunft als Molag Bals rumlaufen. Ah, gut, aber das wird auf jeden Fall. Das wird ein, ich denke mal, so 400 Kronedelsteine Teil sein, schätze ich mal. Es gibt ja, gab ja auch in der Vergangenheit quasi zu den regulären Radiant Mounts, also den seltenen Mounts, die nicht ganz so selten sind wie die Radiant Apex, die super seltenen Mounts. Parallel dazu gab es ja auch immer eine Verwandlung, eine Polymorph. Und hier im Hintergrund sieht man halt eines der super seltenen Reittiere. Also wird das wahrscheinlich Teil der Kronkisten sein. Na, das ist ja quasi, das Ding ist ja das, was wir hier vorhin gesehen haben. Ich weiß nicht, wo er jetzt hier war. Hier mit seiner Beschwörungsanimation, das ist ja der gleiche. Würde ich mal behaupten, oder zumindest einer von denen. Wenn nicht sogar der gleiche. Dann eine rote Iteration von einer Verwandlung, die wir schon haben. Nochmal ein bisschen angepasst. Okay, okay. Das ist auch ein Skin. Wolfpelz. Ganz cool für Werwölfe, ja, nice. Und dann nochmal ein Skin. Und dann natürlich die Himmelscherben vom Goldrot-Gebiet. Das sind auf jeden Fall die ganzen Sachen, warum ihr euch auf keinen Fall Kronkisten kaufen solltet. Und dass der allergrößte Scheiß ist, das erfahrt ihr in diesem Video hier. Kauft euch aber gerne Sachen aus dem Kronenshop, die ihr gezielt kaufen könnt, wo ihr also wisst, was ihr bekommt. Denn man kann die Entwickler unterstützen, aber nicht über Lootboxen.